Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Alle Augen wartet auf dich, o Herr, du gibst uns Speise zur rechten Zeit. Du öffnest deine Hand und erfüllst alles, was lebt, mit Segen. Christus ist unser Osterlamm. Halleluja. Darum kommt und haltet Festmahl. Halleluja. Lasset uns beten. Herr, du bist nach deiner Auferstehung deinen Jüngern erschienen und hast mit ihnen gegessen. Du hast uns zu deinem Tisch geladen und das Ostermahl mit uns gefeiert. Segne dieses Brot, die Eier und das Fleisch und auch beim östlichen Mahl in unseren Häusern und uns gegenwärtig. Lass uns wachsen in der brüderlichen Liebe und in der östlichen Freude und versammle uns alle zu deinem ewigen Ostermahl, der du lebst und herrscht alle Ewigkeit. Amen. In der Kraft des Heiligen Geistes bitten wir den Vater im Himmel. Herr und Gott, schenke allen Menschen dein Erbarmen und deine Liebe. Wir bitten dich, erhöre uns. Gib der Welt deine Gerechtigkeit und deinen Frieden. Wir bitten dich, erhöre uns. Mach uns zu treuen Zeugen deines Sohnes, Jesus Christus. Wir bitten dich, erhöre uns. Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelernt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Herr, du bist gut und deine Taten sind groß. Erhöre unser Gebet und schenke uns dein Heil. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Es segne euch der allmächtige, herzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit.